Ja, das sieht, hier ist sieht auch nichts mehr. Auch, ne? Außer ein bisschen Tin-Ohr ist hier nichts mehr. Ja, Hauptsache ich laufe nicht in die Lava. Oh, Wurm, 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 Wurm. Ich mag ja nicht, wenn ich an der Lava stehe und dann kommt ein Wurm an. I kill you. Warum kann der nicht durch die Lava durch? Schweinerei. Wow. So, da hinten ist auch nichts mehr, denke ich. Mal die Lava zu. Ja, da fließt einfach so Wasser rein, gell? Ja, ja. Ja, es ist halt bloß optisches Wasser, was hier fließt. Und das gab es am Anfang auch nicht. Ja. Hey. So, wollen wir jetzt hier weiter oder woanders? Ich würde sagen, hier probieren wir es mal einfach. Okay. Warum machst du jetzt drei bereit? Zwei reicht doch. Ja, ich hab grad das falsche Feld gehabt. Oh. Oh, warte mal, stopp, stopp, stopp. Hier ist noch. Stopp. Da ist noch Dingens, unser Topaz. Und da ist irgendwie. Ja. Oh. Sehr gut. Beste ja. Zombie ever. So, wir können weiter. Da ist ein verlorenes Mädchen. Aber die kann doch übelst. Die kann doch irgendwie zu so einem bösen Vieh werden. Ich glaube, die kann zu so einer Nixe werden oder so. Ja, ja, und die tut dann übelst weh, also ich würde da jetzt nicht unbedingt hingehen. Na gut, aber da drüben geht's halt auch noch weiter mit einer Höhle. Ja gut, das können wir machen, das bloß nicht ansprechen. Soweit ich weiß. Ansprechen muss nicht sein. Wir sprechen keine Mädchen an, wir sind Nerds. Ja, genau. Wow! Oh! Ja, sie ist halt so ein Vieh. Komm und hilf mir, Mensch! Okay, okay. Ach, der weg, ey. Ja, so wie ich verreckt bin die letzte Zeit, natürlich renne ich da weg. Scheiße. Stopp! Und die droppt halt auch nichts, das ist so dumm. Okay, ansprechen. Ja. Deswegen sprechen wir uns so viel zum Thema, ja. Ja, ja. Ja, genau. Weil wir sie gleich töten. Nein, weil die Frauen einen gleich töten wollen. Oh ja. Geht's irgendwie noch? Ich geh mal hier hoch erstmal. Ja, ich auch. Geht's noch weiter? Alter, ist da drüben eine große Eisen. Höhle. Juhu! Oder so. So, das ist auch was. Ja, ich sehe es gerade. Willst du den jetzt wirklich da runterholen? Ich wollte nur gucken, ob da irgendwas drin ist. So, soll mal rechts rüber in die Höhle. Rechts? Links rüber. Nee, links meinst du? Oh Mann! Also wir sind jetzt in der halben Stunde nicht einmal gestorben, also das ist schon ein ganz fertiger Rekord. Ja. Wenn wir eine Stunde schaffen, haben wir den Durchschnitt von Daisy erreicht. Ja. Durchschnittslebenszeit. Wir werden Pro! Pro! Juhu! Ih, so ein roter Schleim macht übelst viel Schaden. Springen in die Lava! Springen in die Lava! Da unten ist übrigens ein Tiefenmesser. 150 Leben hatte. LOL. Da unten ist übrigens ein Tiefenmesser. Unter uns direkt auf der Lava. Liegt direkt auf der Lava oben drauf. LOL. Taucheruhr, wild. Ja. Ja, ich habe jetzt. Das ist natürlich super. Oh, da ist ein. Nee, Moment. Nein! Ja, erst. Ich darf in die Lava keine Sachen setzen. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Nein, ich bin tot. Alles in der Lava, sehr gut. Alles weg. Wir fangen neu an quasi. Nee, das liegt alles noch in der Lava drin. Das nein, in der Lava. In der Lava wird, glaube ich, zerstört. Was nee, ist das denn hier? Das bleibt liegen in der Lava. Aber ein Pumpkin bekommen. 9 Mark, can be placed. Also mich sah aus wie verschwinden ja. In Lava.
Super. Sehr gut. Was war denn dieser blöde Plopper-Hase hier? Das ist, glaube ich, irgendwie alles Halloween-Update, kann das sein? Das ist jetzt natürlich mega super. Das Holz abbauen. Ja, weißt du, wir reden noch so, ja, tot, sterben, sie und dann bumm, tot. Masse. Also, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Terraria. Falls ihr euch wundert, dass ja alles schon ausgeleuchtet ist, das ist eine gebrauchte Welt. Ja, genau, die haben wir ausgeliehen. Hier laufende Goldfische. Fliegende Fische. Nee, laufende Goldfische. Wir brauchen aber irgendwie erst noch mehr. Ach, wir konnten ja auch nicht weit laufen. Stimmt, das war ja das Problem. Ja, da war ja links und rechts überall Corruption. Ja, hier diese Crimson, diese rote Corruption da. Ja, wow. Genau. Übelst hässlich. Ah, stopp, Hase! Ja. Also, wir dürfen niemals wieder über den Tod reden. Das ist nicht gut. Hier war schlecht, sehr schlecht. Das ist Terraria. Da fallen wir beide auch noch in Lava. Na, weil der blöde schwarze Slime da kam, den wir beide nicht gesehen haben. Es wird übrigens gerade Nacht. Verdammt, es wird schnell Nacht. Super. Ja, komm ey, stirb doch, blöder fliegender Fisch. Ja, Mann! Wie halt jedes Mal. Ey, jedes Mal mich schon überhaupt. Ey, fick doch die! Blödes Teil, ey. Oh Gott. Ach, Block. Ja. Kann ich das. Jetzt kann ich es aufnehmen. Sehr gut. Noch her. Was steht denn da drauf? In Gedenken an unsere gefallenen Seelen, oh ja. Ja, das war eine längere Folge her. Coppercoin, gehe. Terraria kann keine Grammatik oder was? Wieso? Im Satzanfang schreibt er klein. Ich das war was. Ich, du Held. Du? Der Held kann nicht keine Grammatik. Nee, ich wollte mich gerade schon wieder mit Terraria aufregen. Was ist das denn? Okay, man kann irgendwie Pumpkin Soup machen oder irgendein Kram. Ehrlich geht das in Terraria. Pumpkin Pie, what ja. What the fuck? Pumpkin Helm? Pumpkin Brustplatte? Pumpkin Plattform? Was? Und warum Pumpkin Wall? Bewegt sich bei dir das Inventar auch so langsam? Nee. Also bei mir ist es mega langsam gerade. War so ein Quatsch, na egal. Pumpkin Door, Pumpkin Chair, Pumpkin Table. Table. Pumpkin was? Workbench, das ist sehr geil. Ja komm, dann hier Rüstung. Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern can be placed, aber ich kann nur ein Pumpkin Helm machen. Ich habe nicht so viel Pumpkin wie du. Oh Mann. Ja, hier drüben ist noch ganz viel. Erstmal Pumpkin Farm, sagst du? Wir müssen in eine Pumpkin Rüstung gehen. Wie viel Defense gibt's eigentlich der blöde Helm? 2 Defense sogar. Ich glaube, ja, das ist besser als Holz. Meine Postplatte gibt auch 3 Defense. Ja, das ist besser als Holz auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was für ein Set-Bonus es gibt. So weit können wir da nicht laufen, ne? Denk dran. Ach, die Harpien übersehen wir einfach. Das sind keine Harpien, das sind irgendwelche komischen, riesen, krummen Viecher. Glaub mir nicht, meinen ganzen Pumpkin. Ich geb dir nachher die Hälfte. Ah, fliegende Fische. Oh ja. Weißt, nicht nur einer von uns kann sterben. Wir müssen natürlich gleich beide sein. Nee, ja, ist doch. Wenn dann schon richtig und so. Ah, komm, jetzt verzieh dich. Sterben, müssen wir eine Runde sterben, ja, hab ich gehört. Ah ja, da geht noch was. Bis jetzt sind es nur ein paar blaue Flecken. Oh, jetzt ist es eine kleine Wunde. Da jetzt. Kommt das rote Vieh, da kommt das rote Vieh, da kommt das rote Vieh, lassen wir uns rote Vieh. Okay. Ah!
kann es nicht darüber springen. Ne, ich glaube darüber kann es glaube ich nicht springen. Ah, stimmt, weil wir da unten das. Weil da unten noch dieses Ding ist. Okay, oh. Warte, ich trotzdem mal. Ja. Okay, nein. Sehr gut. Kann man das jetzt dadurch schlagen? Nein. Soweit ich weiß, kann das. Nee. Verhindert das Terraria. Was kann ich eigentlich bei der Tussi hier kaufen? Oh, Leben. Mich hier heilen. Mehr kann ich nicht. Sehr gut, ich dachte, die tut wenigstens irgendwie auch Lebenssachen verkaufen, aber nein. Und der Typ dafür müsste Schuriken und so verkaufen. Ich will hoch. Geschäft, so. Heiltrank für 3 Silber. Ich habe ganze 3 Silber. Echt, das ist so gut. Ja, ja okay. Egal. Irgendwie auf 1000 Meter Tiefe oder 1200. Erstmal sterben. Ja. So, ist hier auf der Seite noch ein bisschen Pumpkin? Jetzt kennst du den Grund, warum wir so viele Edelsteine gefunden haben. Naja, ihr könnt sie eh nicht benutzen. Oh Mann. Komm ey, du Dreckshase. Pumpkins. Gimme more Pumpkins. Aber wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Wald oder zumindest was so ähnlich aussieht wie ein Wald. So ein bisschen schon daran gezüchtet. Okay, da war ich geschwind brain dead, also AFK halt. Wieso? Was hast du gemacht? Hat jemand geklopft? War jemand an der Türe? Ach so. Den habe ich mal ganz schnell abgewiesen und dann geht es weiter hier. Aber mit Newton und allem. Ja, muss ja. Ich will da rüber. Wie meinst du so? Was? Ich komm nicht darüber. Jetzt. Sehr gut. Ach stimmt, hier war die andere Wall für Viecher. Da kommt die Corruption unten wieder, wenn du da runter gehst. Einfach drüber jumpen. Ich glaube nicht, dass du da wirklich weit durchkommst. Ach Quatsch, da geht was. Ja komm, den Pumpkin will ich hier. Ah! Rotes Monster. Mit Ansage. Ah, war das versippelt gerade. Okay. Lol, hier ist ein komisches Erz. Hier ist ein komisches Erz. Was für ein Erz? Erz? Oder ist das Stein? Nee, ist Stein. Ich treffe nicht mit dem blöden Kurzschwert. Aber bei der Gelegenheit kann man ja gleich noch ein bisschen Holz mitnehmen, davon haben wir eh viel zu wenig. Ich mach erstmal hier ein bisschen Gelfarm und so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy fuck! Und Alex ist tot. Nein, da kommen zwei von den roten Viechern. Ja, dann komm durch. Ich habe ja hier schon die Mauer deswegen aufgemacht. Die müsste reichen eigentlich. Wollte ich nur noch schön den Baum abbauen. Hier, nimm. Oh. Boah, ey, das Kurzschwert, ey, so. Behindert? Ja, ganz ehrlich. Boah, und jetzt finden wir hier 10, 200 Milliarden Diamanten. Ah, hatte ich für ein Gerücht. Hatte ich auch für ein Gerücht, aber man kann ja hoffen. Wirf nicht zu mir! Sorry. Kann ich mir jetzt wenigstens wieder ein paar Fackeln machen? Ja. Alter, wie langsam sich das Inventar bei mir bewegt. Irgendwie habe ich nur 30 Frames, aber das soll mir jetzt mal egal sein. Ich habe 60. Ja, ich sollte eigentlich auch 60 haben, aber... Ich renne ja sowieso mit 30, weil YouTube eh nur 30 nimmt, von daher. Ist halt nur zum Spielen unangenehm. Nö, in Terraria geht's noch. Oh, ich hab Eisen gefunden. Ist es,
Im Grid ist es extrem unangenehm mit 30 FPS. Aber ich spiele auch mit 60 und renne dann noch 30 halt runter und nehme Blumen. Ja, mache ich eigentlich auch. Aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Aber ich möchte die Aufnahme nicht unterbrechen, deswegen lasse ich es jetzt. In Grid würde ich sofort machen, weil da geht es einfach nur. Also Grid muss man wirklich mit 40 FPS spielen, ansonsten. Oh, da oben ist wieder Tinohr. Müsst ihr ein bisschen Alu haben? Iron Skin Potion. Ja, schon die ganzen Potion habe ich jetzt auch sein verloren. Oh, nö. Deswegen bräuchten wir Spiegel. Ja, meistens hätten wir geschafft, in der kurzen Zeit zu spiegeln. Ich war sofort in der Lava und war tot. Ach, du warst in der Lava? Ja, mich hat der schwarze Schleim in diese Lava gekickt. Deswegen sage ich auch, mein ganzes Zeug ist wahrscheinlich verbrannt. Mich hat er durch seine kleinen Viecher dann getötet, die alle gleichzeitig zu mir gekommen sind. Ja, weil ich tot war. Ja. So, also Terraria 2.0. Machen wir von vorne, wie am Anfang der Aufnahme. Aber wirklich komplett, das kommen wir hier nicht mehr. Du kannst da unten dieses Ding holen. Warum geht es eigentlich so tief runter? Warum waren wir hier noch nicht? Ja, ehrlich gesagt. Frage. Aber diesmal würde ich sagen, wir gehen auf Nummer sicher und wenn wir ein bisschen Zeug haben, gehen wir nach Hause und basteln uns erstmal eine Rüstung oder so. Niemals. Oder wir sterben wieder. Und dann kommt mein Terraria 3.0. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, ich habe ein Haus gefunden. Mit einer Truhe? Ja. Aber cool, was ist drin? Weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal irgendwie an den Slimes da unten vorbeikommen. Springt mal hier rüber, Slimes. Oh, hier ist auch irgendwo eine Falle. Die würde ich gerne erstmal irgendwie wegkriegen. So, ja. So. Aber man darf das ja nicht berühren, ne? Wo sind die? Hier links bei mir. Oh, ich würde da irgendwie oben drüber gehen. Vielleicht rollt der Stein sonst auf dich los. Wow, er macht da. Oh, aber die haben doch 132 Damage. Uhuhuhu. Ich hab noch ganze 8 Leben. Alter. Ich habe einen Goldfisch gefuttert. Warum denn den Goldfisch? Oh mein Gott. Was ist denn drin? Okay, warte, den. Oh mein Gott. Okay, wie kann man einem Spieler Sachen geben? Ich verwechsel das immer mit der rechten Maustaste, ne? Mehr nehmen und dann die, glaube ich, rechte Maustaste rausklicken aus dem Inventar, ja. So, also du hier, warte. Oh, kommt denn hier an? Rechte oder linke Maustaste jetzt? Sonst ich glaube rechte. Komisch. Linke ist zum Nehmen. Ah, Mirror. Cool. Hast du auch einen? Nö. Gibt's dem jetzt bloß mir oder was? Jo. Okay. Na gut. Ich will mich nicht beschweren darüber. Und warte. Danke. Machen 50 Leben. Eine King-Statue. Einen Hammer haben wir ja immer noch nicht. Wir haben jetzt gar keinen Hammer mehr dabei. Naja. Kronleuchter will ich mal mitnehmen, die sind lustig. Ja, habe ich mir auch gerade überlegt, aber das geht irgendwie nicht. Ich muss so lange nur drauf rumhacken. Zumindest letztes Mal ging's. Geht's denn heute nicht? Ich hab die Torch mitgenommen. Ja. Irgendwie nervt das gerade. Naja, gut, jetzt haben wir wenigstens. Jetzt hast du mal wenigstens den Spiegel, das ist schon mal gut. Falls ich verreck, was ja deutlich öfters der Fall ist. So. Oh, müssen wir irgendwo weitergehen? Ja, da unten geht's auch weiter, aber da ist wieder Wasser. Ich hab keine Lust, durch Wasser zu gehen. Ich gehe jetzt hier wieder hindurch. Würde ich sagen. Oh ja. Mal gucken, wo wir diesmal rauskommen. Oh, Tin. Hab's auch gerade gesehen. Das ist ja sogar fackeln, sehr gut. Ja. Muss ich nicht mehr platzieren. Übrigens, wenn wir das nicht mehr heute schaffen, das Zeug zurückzuholen, dann despawnt das, ne? Beim Server Restart verschwindet das. Das verschwindet auch, glaube ich, nach 5 Minuten. Okay. Also im Prinzip fangen wir neu an. Okay, sehr gut. Ja, jetzt haben wir, keine andere Wahl mehr. So, jetzt komm ist her. Natürlich die preiskrönende Frage, was wir jetzt tun. Ich zeig erstmal hier den blöden
Lockdown. Oh, wir machen so richtig viel Schaden, ne? Ich bleib einfach stehen. Das wird schon irgendwann. Oh. Ja, oder auch nicht. Doch, doch. Irgendwann wird's. Wie viel Leben hatten der? 45 nur, ja. Wir machen auch nichts an Schaden. Ja, ich mach einen Schaden jedes Mal, wenn ich dran. Auch. Oh, die blaue Quelle kommt doch. Die kommt doch. Zu. Ja, das hat mir auch aufgefallen. Dass sie. Okay, ich lasse sie in Ruhe erstmal. Okay, machen da drüben. Was du? Was bisschen zu weit drüben, oder? Ja. Ah, oh, wow. Oh. Was denn? Ja, schon wieder eine Wasserhöhle. Das geht doch noch. Oh, da unten ist Tungsten. Wo? In der Höhle links von rechts von uns. Moment, hast du irgendwie in Richtungen, oder? Links und rechts kommen wir nicht mit links und rechts. Da bin ich irgendwie der totale Analphabete, was auch immer. Richtungsanalphabet, ja. Ja, genau. Also mit links und rechts hatte ich es irgendwie noch nie so ganz. Go, go, go! Aber wenigstens ist es jetzt mal, lohnt sich wenigstens mal hier. Ja, jetzt ordentlich was. Kann man uns wenigstens Schwert und eine Rüstung machen. Irgend sowas. Bei Rüstung brauchst du irgendwie 70 insgesamt, ne? Ja, das ist echt krass. Und da sind ja auch Barren und keine Ohr mehr. Da habe ich noch sinnvollen Kram. Ich wollte mich jetzt rüberbauen mal eine Runde. Okay, da kommt dann irgendwie Sand. Aber hier ist noch eine Kiste, also sowas hier. Da würde ich, das wollte ich noch holen. Oben ist doch noch ein Erz, oder? Da ist ein bisschen Eisen links. Nö, da oben sogar noch mehr Eisen. Stimmt, hast recht. Ah, man kann natürlich nicht springen. Man müsste springen können für die ganze Aktion. Ja, Challenge accepted. Sag mal, schaust du eigentlich Animes? Mehr als zu viel. Aber ich guck gerade wieder Ranma 1/2, ist echt lustig. Welchen? Ranma 1/2. Kenn ich nicht. Sollst du vielleicht mal machen. Super lustig, ja, Anime. Der lustigste, den ich kenne. Okay. Ja, so. Ich habe gerade High School of Dead fertig geschaut, aber bin relativ enttäuscht vom Ende. Ich habe High School of Dead nicht mal geschaut. Noch nie. Na gut, ich würde dich ja nie spoilern, deswegen. Find's halt bloß ein bisschen schade. Also das sollte mehrere Staffeln haben, ja. Und irgendwie haben die jetzt seit 2,5 Jahren nur eine Staffel rausgebracht. Mit 12 Folgen. Ist jetzt nie so viel. Nee. Obwohl, man muss sagen, die erste Staffel war echt... Aber ohne Spaß, das ist mehr ein Porno wie eine Serie. Da musst du mir mal High School DxD gucken. Das ist ja genauso ein Quatsch.